was a school of magic rhymes. It prophesied the mystic knights, the true young heroes, brave and bright. Then the dark forces came, brought the people endless pain. Now the children have no fear, 'cause they know the mystic knights are here. Mystic knights have come to save our lives. Mystic knights have come to save our time. Mystic knights are here now. Mystic knights. Als Rowan erfahren hatte, dass Maeve seine Mutter ist, wollte er sich vor der ganzen Welt verstecken. Seine Abwesenheit fiel überall im Königreich schmerzlich auf. Am schlimmsten bei den häufigen Temra-Überfällen. Unsere Späher berichten von Temra-Truppen in den Wäldern vor uns. Behaltet die Verteidigungsformation bei, bis Alva mit dem Stahlflügel auftaucht. Prinzessin. Zum Angriff! Wacht sie nieder! Die Temras, Achtung! Verteidigungsformation einnehmen! Keine Angst, Männer! Lasst euch nicht zurückbringen! Prinzessin! Lass mir ein paar von den Typen übrig, Deirdre! Der Stahlflügel gefällt mir von Mal zu Mal besser! Lasst die Kerle nicht entkommen! Nein, hört auf! Haltet die Formation ein! Lugard war nicht dabei! Das könnte eine Falle sein! Nicht! Was ist das? Das ist der magische Schild. Damit kannst du die mystischen Ritter besiegen und mir den Stahlflügel zurückbringen. Seid ihr euch sicher? Vertrau mir. Wie ihr wünscht, meine Königin. Vorwärts, Männer! Erstes Bataillon, mir nach! Gleich haben wir euch, ihr Angsthasen! Ja? Was ist denn jetzt? Angriff! Das ist eine Falle! Formiert euch hinter mir! Besiegt werden, Tok. Dann seht euch doch mal um. Temra hat bereits gesiegt. Nicht so voreilig, Tok. Rufen wir die Rüstungen, Prinzessin. Wasser, das mich umgibt. Luft über mir. Benutzt den Kampfhandschuh. Ich sag doch, ihr habt verloren. Was für ein Teufelsschild ist das denn? Zuerst besiegen wir die mystischen Ritter, dann holen wir uns den Stahlflügel zurück. Kels wird schon morgen vernichtet sein. Und deine Oma geht in die Ballettschule. Yeah. Yeah. Nettes Spielzeug. Einfach, Deirdre, das Ding ist mir nicht geheuer. Lasst uns gemeinsam schießen. Mal sehen, ob sein Schild mit drei mystischen Rittern fertig wird. Hatoki, aua, aua. Genießt den Augenblick, mystische Ritter. Beim nächsten Mal wird es nicht so leicht sein. Zu dritt werden wir die nächsten Angriffe nicht überstehen. Wir brauchen Rowan. Was soll das alles? Tut er das nur, weil Lugard sein Bruder ist? Das würde mich nicht wundern. Rowan, du bist wieder hier. Ich kann es kaum glauben, du bist zurückgekommen. Ja, das bin ich, kleine Fee. Ich kann vor meinem Problem nicht länger davonlaufen. Ich kehre ins Schloss zurück. Wie ich dich vermisst habe. Danke, Aideen. Du bist eine gute Freundin. Oh ja, und du ein guter Freund. Aber meine Königin! Warum haben wir nicht gewonnen? Und wäre Lugard da gewesen, hätten wir das auch! Diese dumme Kreatur ist nichts Besonderes, meine Königin! Lugard ist der Schlüssel zum Sieg über Kels! Zu erfahren, dass Rowan sein Bruder ist, hat seine menschliche Seite völlig durcheinander gebracht. Vielleicht hatte Nimaine recht. Und er ist wirklich zu menschlich für meine Zwecke.
Nicht noch eine Niederlage, Maeve. Muss ich euch schon wieder an euer Schuldversprechen erinnern? Ihr wisst doch, wenn ihr Kelts bis Vollmond nicht besiegt habt, dann mache ich euch zu meiner Sklavin. Ihr braucht mich nicht ständig daran zu erinnern, Maida. Du hast meinen Stahlflügel an die mystischen Ritter verloren. Aber du kannst es wieder gut machen. Stell ein neues Bataillon zusammen, finde Lugard und bring ihn zu mir her. Ja, meine Königin. Lugard! Du hast mich betrogen! Verräter! Ich hab dich nicht betrogen, Lugard! Du warst bei Maeve! Sie hatte mir das halbe Königreich versprochen! Du willst es mir wegnehmen! Maeve ist unsere Mutter! Du lügst, du! Nicht Lugard! Wir haben das gleiche Muttermal, das gleiche Blut! Ich betrüge doch nicht meinen Bruder! Temra nicht gut für Lugard und Rowan auch nicht! Drohe nie einem mystischen Retter! Garrett! Komm her, du! Drachenbogen, Feuer! Nicht Lugard! Dem werde ich mal eine kleine Lektion erteilen! Da hätte ich auch gegen einen Stein schlagen können. Da ist er, ergreift ihn und geht nicht zimperlich mit ihm um. Nein, Temras kriegen mich nicht. Lugard! Los ihm nach! Schnappt ihn euch! Haben die Temras kein Interesse mehr an dir? Schön, dass du zurück bist, Garrett, mein Freund. Ich bin wohl gerade rechtzeitig gekommen. Du hast mir das Leben gerettet. Es sah so aus, als würdest du dich gar nicht richtig wehren. Das war Lugard, mein Halbbruder. Er steht auf Maeves Seite. Aber das ist eine lange Geschichte. Bin gespannt, die zu hören. Was ist das für eine neue Waffe, die du mitgebracht hast? Der Drachenbogen von Lynettes Vater als Dank dafür, dass ich sie sicher nach Hause gebracht habe. Genau sowas hat Kelts gebraucht. Komm, gehen wir zum Schloss. Und, wie geht es Lynette? Sehr gut, sie lässt alle grüßen. Oh, Card. Garrett und Rowan sind wieder da. Ja, das sind gute Nachrichten. Wir freuen uns alle sehr. Ich danke euch, Sire. Seht euch nur mal Garretts Drachenbogen an. Damit musst du mich mal kämpfen lassen. Damit jage ich die Temras bis ans Ende der Welt. Die Temras werden immer schlimmer. Hat Rowan erzählt. Ich hätte früher zurückkehren sollen. Das Problem liegt nicht bei dir. Es liegt bei mir. Maeve trägt dasselbe Mal auf dem Arm wie ich. Es besteht kein Zweifel. Maeve ist meine Mutter. Maeve? Deine Mutter? Wie könnt ihr mir trauen, wenn ich euch anführe? Und wie kann ich mir selber trauen? Rowan! Wo ist er? Wo ist Lugard? Er ist entkommen, meine Königin. Es tut mir leid. Es tut dir leid? Ist das alles, was du sagen kannst? Dieses Wesen hat uns nichts als Ärger gebracht. Ich bin euer bester Kämpfer. Ich führe die Angriffe gegen Kelts an. Du? Du bist mein bester Kämpfer tatsächlich? Königin, ihr braucht mich. Garrett ist nach Kelts zurückgekehrt. Garrett ist wieder da? Nein, wir brauchen Lugard, sonst sind wir verloren. Wir müssen... Nimei? Zeig dich ruhig. Du bist doch hier. Ich höre, Lugard hat dich verlassen. Du hattest recht, Nimei.
Seine menschliche Seite hat leider so einige Schwächen. Aber jetzt brauchst du ihn. Du weißt doch, wie er denkt. Allein ist er verwundbar. Der sicherste Ort für ihn ist an meiner Seite. Bring ihn zu mir. Ich werde ihn suchen. Für dich. Danke, Nimein. Traut ihr ihr etwa? Nein, Torg. Aber ich muss alles riskieren. Rowan hat Angst, mit Luga zu kämpfen. Er will seinen eigenen Bruder nicht verletzen. Natürlich. Rowan wird zögern, wenn er Lugard gegenübersteht. Und einer, der zögert, ist verloren. Ich brauche Lugard eigentlich gar nicht. Ich brauche nur jemanden, der so aussieht wie er. Jemanden, der dann Rowan besiegen kann, sobald er zögert. Im Moment der Wahrheit. Komm zu mir, Wesen der Dunkelheit, aus der Dimension 4. Löse deine fahlen Schatten. Tritt hervor und zeige dich mir. Bei allen Geistern. Nimm die Gestalt von Lugard an. Ich befehle es dir. Wer sagt's denn? Diese Kreatur wird sich dem dummen Rowan als Lugard vorstellen. Und wenn Rowan nicht die Hand gegen seinen Bruder erheben will, dann vernichtest du ihn eben. Schlecht zu Lugard! Das wird allen leid tun! Lugard! Du bist furchtlos, kommst hier in die Höhle des Drachen. Nur unglücklicherweise ist Pyro nicht hier. Lugard, egal. Komm her, ich kämpfe! Kämpf gut! Du bist doch nur in diese Höhle gekommen, weil Deirdre hier so nett zu dir gewesen ist. Jetzt kann sie dir nicht helfen, Lugard. Aber ich verstehe deine Wut. Maeve hat dich betrogen. Aber du musst dich zusammenreißen und nach Temra zurückgehen. Nein, Temra schlecht. Du bist dann ihr Champion und kämpfst an Maeves Seite, bis sie Kelts besiegt hat. Und dann helfe ich dir dabei, Rache zu nehmen. Und noch mehr. Versprochen? Ich betrüge dich nicht. Jetzt geh in die Wälder. Und halte dich versteckt, so lange, bis ich dich rufe. Vergiss nicht, du versprochen. Öffnet die Tore! Mit dem Schwert kannst du dich bald rasieren. Ein stumpfes Schwert ist im Kampf nichts wert. Garrett! Du musst mich deinen Drachenbogen mal fahren lassen. Ich bin schon Experte auf dem Stahlflügel. Wenn's so aussieht, nimm ihn dir. Hat man dir den Stahlflügel eigentlich schon aus dem Schlammloch rausgezogen? Da konnte ich nichts dafür, was? Mhm. Da hat man nun einmal einen Unfall und es gebrandmarkt fürs Leben. Alarm! Die Temras greifen das Schloss an! Angeführt vom Krieger von Temra! Ihr zwei geht zur Südmauer! Die anderen kommen mit mir! Lugard führt die Temras doch wieder an. Kannst du gegen ihn kämpfen? Das weiß ich nicht. Was meinst du, du weißt nicht? Hältst du zu der Kreatur da oder zu deinen Freunden hier im Schloss? Wir sind deine Familie. Hör auf zu überlegen. Ich werde mein Bestes geben. Nur verlasst euch nicht auf mich. Tut mir leid. Gleich geht es los. Ich hole den Stahlflügel. Und ich den Drachenbogen. Wir dürfen Lugard nicht an Rowan heranlassen. Noch 6 Männer auf die Nordmauer! Macht euer Monster da! Behalte deine Gestalt bei, bis Rowan seine Deckung vernachlässigt. Und meine Aufgabe, Königin? Oh. Du gehst ins Schloss und trennst die mystischen Ritter voneinander. Und du wartest, bis Rowan allein ist, ehe du zuschlägst. Heute werden wir endlich siegen, meine Königin! Zum Tor!
Tasso verteidigen. Du bleibst bei Rome. Mit euch wird der Stahlflügel allemal fertig. Wo ist Angus bloß? Er müsste längst hier sein. Der Bock, der wie ein Wild fährt. Wo ist hier eigentlich die Bremse? Ah ja, so ist es besser. Jetzt gehorcht er mir. Lugard, lass uns das in Ruhe regeln. Wir sind Brüder. Voilà. Komm und steh auf. Einer von Maves Sex. Kreatur, verschwinde! Ron, ist alles in Ordnung? Ja, wir brauchen unsere Rüstungen. Feuer tief in mir! Luft über mir! Mächtiger Wald vor mir! Und jetzt schicken wir das Monster gemeinsam zu Maeve zurück. Der hält so einiges aus. Den lassen wir besser nicht aus den Augen. Nochmal zu dritt! Irgendwie muss das Biest sich doch aufhalten lassen. Da kommen Alpha und Angus. Na, lassen wir uns mal überraschen. Und jetzt alle gemeinsam. Feuer! Jetzt hat Maeve ihr Schatzi wieder. Schlechte Neuigkeiten, meine Königin. Ja, ich habe alles beobachtet. Eine Illusion ist nicht genug. Ich brauche einfach Lugard. Ja. Komm schon. Abrücken! Hast du diesen Schuss gesehen? Ha. Habt ihr ihn gesehen? Sicher doch. Ihr dürft mich den König des Drachenbogens nennen. Gut gemacht, Engel. Kein Schlammloch, kein Achsenbruch. Rowan, wir haben gewonnen. Ich habe gezögert, weil ich das Wesen für Lugard gehalten habe. Ich bin darauf reingefallen und habe Kels in Gefahr gebracht. Das wird nie wieder geschehen. Keine Sorge, Rowan. Jetzt sind wir wieder zu fünft. Das war ein furchtbarer Kampf. Doch wieder mal haben die mystischen Ritter Kels gerettet. In ihrer Verzweiflung wird Maeve immer hinterlistiger. Dir, Garrett, möchte ich im Namen von ganz Kels dafür danken, dass du Rowan das Leben gerettet hast. Du bist ein Held. Ich danke euch, König Konoha. Danke. Danke. Heute endlich. Im Kampf gegen das Untier ist mir klar geworden, wer ich bin. Ihr seid meine Familie und Kels ist mein Zuhause. Nie mehr werde ich zögern, uns zu verteidigen. Genau das haben wir alle gehofft, Rowan. Na ja, und was ich noch sagen wollte, wir wollen doch nicht vergessen, wer den entscheidenden Schuss abgegeben hat. Und deshalb, wo ist mein Kuss? Red darüber mit Garrett. Ich will keinen Kuss von Garrett. Der Drachenbogen hat überall Kratzer. Weißt du, wie die da reingekommen sind? Kratzer? Oh, das ja, das war verblüffend. Das waren die Bäume. Die standen da so und wurden plötzlich lebendig. Und die bogen sich von links nach rechts. Und ich mittendrin hab mit viel Geschick jede Berührung vermieden. Du weißt ja, wie lebendige Bäume so sind. Gnadenlos, sag ich dir, rücksichtslos. Und dann